Okay, lass mich versuchen. Ich bin gekommen, leider nicht zu euch, aber noch mit dem Video, um euch zu erzählen, ein bisschen von der Geschichte von den Juden in Riga in den 20er und 30er Jahren. In Riga sind gekommen die Juden in der Mitte vom 19. Jahrhundert. Juden in Lettland, die ersten Juden in Lettland, sind schon gekommen im 15. und 16. Jahrhundert. Aber erst im 19. sind sie geworden gleichberechtigt und haben gekämpft leben, auch in die Städte. Von Riga hat man die ersten Zahlen von Juden von 1824. Im Jahr 1824 haben gelebt in Riga 513 Juden. Im 35. Jahr 43.672. Die Geschichte von den Juden in Riga fängt sich an von einem bestimmten Rajon, von der Moskauer Vorstadt. Die Moskauer Vorstadt ist gewesen der ärmste Stadtteil von Riga. Dort haben gelebt Russen, Orthodoxen, Jiddische, Juden und Staroverzi. Die Juden, die haben gelebt in Moskauer Vorstadt, sein Gewinn, die größte Zahl von sie, sein Gewinn Arbeiter, sie sein Gewinn Kesselflicker, sie sein Gewinn Tischler und sie sein gewinn andere Baal Meloches. Mit der Zeit seien die Juden von der Moskauer Vorstadt und in der Moskauer Vorstadt haben gelebt, hauptsächlich die Juden, die seien gekommen von Russland und von der Ukraine in jenen Jahren. Und mit der Zeit hat sich gebildet in Riga eine sehr große jiddische Kulturautonomie und eine sehr große und sehr verschiedene jiddische Gesellschaft. In Riga 10% von den Juden, die haben gelebt in Riga, sind gewesen arme Leute. Und ihr wisst, dass in den 20er, 30er Jahren die Arbeiterklasse ist echt gewesen arm. Sie haben gelebt in Häuser, was stehen noch heute auf der Moskauer Vorstadt. Die Moskauer Vorstadt ist später, schon zur Zeit von der deutschen Okkupation, ist es geworden, das Rigasche Ghetto. Aber die jiddischen Leute, die jiddischen Menschen, was sein geworden mit der Zeit reich und haben sich befasst mit verschiedenen Industrien. Und die jiddischen Intellektuellen in Riga, sie haben schon gelebt im Zentrum von Riga. Und sie haben gespielt sehr eine große Rolle im rigaschen Leben, weil im 35. Jahr seien die Juden gewesen 11% von der Rigaer Bevölkerung, ein größer Prozent, und sehr viel seien gewesen, sehr viel hervorragende Doktorin, Zahnärzt, Juristen,
Ein größer Prozent von Rigaer Juristen, 38%, sind gewesen. Aber das ist noch, ich bin unlängst gewesen in Deutschland und dort hat man erzählt, dass vor Hitlers Zeiten 50% von allen Juristen seien gewesen. Die Umgangssprache zwischen Rigaer Iden sind gewesen verschiedene. Man hat gesprochen Jiddisch, besonders die ältere Generation. Man hat gesprochen Russisch und man hat gesprochen Deutsch. Meine Eltern haben in der Heim, haben zwischen sich gerät Russisch, aber mit ihren Eltern und mit meinen Seiden und meinem Buben hat man gerät Jiddisch. Und meine Mutter hat mit ihren Schwestern, und sie hat gehabt zwei Schwestern und zwei Brüder, hat sie echt gerät Jiddisch. Wir Kinder, wir sind aufgewachsen in einer Sprache, was ist gewesen, gut situiert, haben wir daheim Jiddisch nicht geredet. Wir haben geredet mit den Eltern Russisch und man hat geredet Deutsch. Und ich bin in einer Grundschule, bin ich gegangen in eine deutsche Schule. Und in jenen Jahren, das gewesen von 21 bis 34, ich habe besucht eine deutsche Schule, sechs Klassen habe ich dort geendet. Und das ist gewesen, in jener Zeit noch richtiger international. In unseren Cousins sind gewesen Französinkes und eine Schwedke und zwei Angličankes. Vor Riga ist gewesen vor dem Krieg eine sehr internationale Stadt. Schulen sind gewesen in Riga ein Schach. Es hat sich verändert. Riga, ich bin geboren im Jahr 22 und bis 34 ist Riga gewesen eine parlamentarische Demokratie. 34 ist gekommen zur Macht Karlis Ulmanis, was ist nicht gewesen schlecht zu Iden, aber die ganze Erziehung von den Kindern und alles hat sich stark verändert. Ullmann ist selbst ist gewesen ein großer Freund von dem Vorsteher der Aguda, Dubin. Dubin ist gewesen, Mendel Dubin ist gewesen ein Eid, was alle haben in Riga gekannt, ein sehr kluger Mensch. Und was hat im rigaschen Leben und in die Beziehungen, was man hat gehabt mit den Leuten, hat er gespielt sehr eine große Rolle. Er ist weggeschickt worden in Sibirien. Wenn die Russen sind gekommen im 40. Jahr und dort ist er echt gestorben. Meine Eltern sind gekommen von Russland. Mein Vater ist geboren geworden in Sebesch. Sebesch ist eine kleine Stadt, auf der Grenze von Russland, von Weißrussland, von Belarus und Lettland. Und meine Mama ist gewesen von Vizebsk. Sie sind gekommen, meine Tante, die Mama von meinen Taten ist gestorben im Kindsbett. Wenn er ist gewesen der älteste Sohn und sein Tate hat ihn mal weggeschickt zu Riga, in Riga, wo es hat gelebt, der Bruder von seiner gestorbenen Mama. Die Familie, die Mischpoche Axelrod,
er hat ihn aufgenommen wie ein Sohn. Und wir haben gelebt, wenn ich bin geboren. Der Sede ist gestorben im 27. Jahr und im Moment 34. Für mich sind sie gewesen, eine Sede und eine Mumme. Und eine, ja, und eine Bobbe. Und meine Eltern haben sie genannt, Mumme nicht Onkel, aber und Vetter. Vetter und Mumme hat man sie genannt. Die Mischproche, Mama hat gehabt sehr aggressive Mischproche. Die Mischproche Dogitzer. Und sie ist ein Teil von der Mischproche, hat gelebt in Riga. Andere sind geblieben im Bizeps. Und sein und ein Teil von sie ist noch der Milchome gekommen, leben in Vilna und später weggefahren in Eretz Israel. Mein Vater ist gewesen ein Mitinhaber mit drei Schutwim. Hat er gehabt eine Sperrplatten, eine Furnierfabrik. Man hat bearbeitet Holz. Und von seinem Vater hat er geerbt ein Haus nicht gar im Zentrum von der Stadt, aber in Riga selbst. Und wir haben gelebt dort bis zum 30., zum 32. Jahr. In dem Haus haben gelebt sehr viele Juden. Es war ein großes Haus, dort haben gelebt viele Juden. Und ich, der Mann sagt, sehr verschiedene, sehr reiche Menschen haben nicht gelebt in dem Haus. Es ist gewesen, zum Beispiel, eine Sprache Gruschko, wo seien alle gewesen Kommunisten und haben nicht gewählt, zahlen wir Geld. Ein Kapitalisten. Es sein gewesen andere, es ist gewesen eine Sprache Sigalow, was haben gehabt ein Kolonialboot und die ganze Gas ist gewesen kein großes Gas, Ganuela, und die ganze Gas ist gegangen zu See Enkäfen. Die Sigalows sind weggefahren, wenn die Milchome hat angefangen, sind sie auch weg in Russland. Sie haben gehabt zwei Söhne, die sind gefallen auf dem Front und eine Tochter, die später zurückgekommen ist in Ríge und dann weg in Eretz Israel. Es ist sehr schwer zu reden von den Juden in Ríge, von den Juden, die ich habe gekannt. Nicht sich der Mann und ihr Schicksal anzusagen, was ist passiert nach den 30er Jahren, was ist passiert im Jahr 40, wenn er reingekommen ist, die Sowjetmacht, der Rattenverband und was ist passiert später zur Zeit von Holocaust. Ich allein habe mein ganzes Leben gelebt in Ríge. Ich bin dort geboren. Ich habe dort überlebt den Holocaust und ich habe dort überlebt alle die Sowjetjahre bis zum 21. Jahr, wenn Lettland ist wieder geworden eine unabhängige Medina. Ich will ein bisschen erzählen von den Schulen, die sein gewesen in jener Zeit. Bis 34 bin ich gewesen in einer deutschen Schule, wie ich habe schon gesagt. Und später, angefangen von 35, bin ich rüber in einer jüdischen Schule, was hat geheißen Ezra. 35, nachdem Ullmann ist gekommen zur Macht, und die Juden, der größte Teil von Juden, ist weggegangen von deutschen Schulen. In Riga haben gelebt sehr viele Deutschen.
Und die Mehrzahl von jüdischen Kindern sind gewöhnt in deutschen Schulen. Die armen, die jüdischen Schulen sind gewöhnt billiger. Und in die jüdischen Schulen und Jiddisch haben gelernt hauptsächlich Kinder, was sind gekommen von ärmeren Kreisen. Und man ist hat herausgegeben den Befehl, dass Kinder von verschiedenen Nationalitäten, von verschiedenen Minderheiten, dürfen lernen, nur bei sich in die Schulen, sie in lettische Schulen. Und man ist, und in die Schulen hat man gekannt reden, Jiddisch, Ivrit oder Lettisch. Und die Schule, in welche ich bin gegangen, ist übergegangen auf Lettisch. Aber wir haben dort echt gelernt, Ivrit. Es gewesen andere Schulen, was haben sehr Sache jiddische Schulen. Es sind gewesen 10 jiddische Grundschulen und 7 jiddische Mittelschulen. Es waren gewesen 2 sehr gute Schulen, wo man hat gelernt Ivrit. Und dort in die Ivrit-Schulen waren gewesen sehr gute Lehrer. Und die größte Zahl von den Kindern, die haben gelernt Ivrit, haben gewählt worden, sind gewählt von zionistischen Sprachen und haben gewählt worden, kein Palästina. Dann ist es noch gewählt Palästina und nicht Eretz Israel. Es ist gewesen in Riga eine sehr gute jüdische Gewerkschule. Eine Gewerkschule, wo man hat gerät Jiddisch. Ein großes Haus, ein großes Gebäude, das steht noch heim. Und wo heim befindet sich eine Schule von dem Lubavitschsken Reben. Dorten hat man ausgebildet 3 Professionen. Man hat ausgebildet Elektriker, Tischler und Schlösser.